Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Wimmerwind-Bollwerk. Ja, wir sind hier zusammen mit Vanandun und sollen hier uns um Vampire kümmern, die Reisende überfallen. Jetzt haben wir uns in der letzten Folge hier selbst eingeschlossen. Aber dafür hat sich hier eine Tür geöffnet und wir wollten uns mal das vampirische Heiligtum anschauen. Wimmerwind-Heiligtum, da gehen wir jetzt rein. Wow. Das ist alles größer als ich dachte. Und gruseliger. Aha. Ist da jemand? Nein. Ich habe Nein gesagt. Ich sagte bereits Nein. Nein, wir können nichts treffen. Oh, wir haben Vanandun getroffen. Das war nicht gut. Kritischer Schlag, das ist doch gut. Ich hoffe, Vanandun wird sich nicht so schnell da anstecken. Oh, schade, ein Jäger. Mit so viel Zeugs dabei. Und die haben ihm gar nichts abgenommen hier. Oh, was ist das denn Schönes? Quecksilber-Ohrringe mit dreifachem Kissenschliff-Diamant in Krabbenfassung. So, so. Ja, ja. Immer her damit. Ein bisschen was zu essen, aber alles roh. Das ist nicht so tragisch. Den Säbelzieger-Reißzahn, ja, den nehmen wir auch. Oh nein, Eisenerz, das ist viel zu schwer. Das stecken wir wieder zurück und die ganzen Felle und Holz und was er hier alles hat. Die Septime nehmen wir, die sind auch schon schwer. Ja. Und leider müssen wir die Barren wieder zurücklegen. Ach, wir schleppen auch die ganze Zeit hier noch Quecksilber und Golderz mit uns rum. Das wiegt ja auch ordentlich. Du hast das geschafft. Prima. Du bist ja richtig tough. Hier ist also das Heiligtum. Ja, okay. Zwei Vampire also. Und all die Pilze müssen wir hier lassen. Das ist gar nicht so heilig, das Heiligtum. Hier ist ein Griff. Ah, ich sehe schon. Ob wir da nicht erstmal zurückgehen sollen und gucken sollen, was da... Denn vielleicht war das eine gar nicht so groß alles. Was da so ist, so in der einen Ecke. Wir haben doch da ein Tor geöffnet letztens. Zurück ins Bollwerk. Und fix mal um die Ecke geguckt, was wir da so Schönes haben hier. Hängemoos, eine Menge davon. Ja. Oh, oh, oh. Was war das? Ein uralter Vampir. Schnapp ihn dir. Oh, oh. Eine Chance? Sollte man annehmen, ja. Wäre schön, wenn wir das... Was machst du denn? Du sollst da angreifen, angreifen. Die sind schon zu zweit. Schnapp sie dir doch.
Der Vampirmeister ist da. Jetzt haben wir den Salat. Wir richten gar keinen Schaden an. Ja, wir sollten uns raushalten. Der kriegt das, glaube ich, schon ganz gut hin, oder? Ah, wenn wir doch diesen lähmenden Schlag öfter hätten. Jetzt geht's uns an den Kragen. Wir haben noch keine Schnitte gegen die. Es sei denn, der kippt um. Nein. Ich wollte gerade noch sagen, wir setzen den Drachenschrei ein. Wo sind wir nun? Drin. Moment. Hier stimmt doch was nicht. Ah ja, doch. Okay, okay, alles ist gut. Ist da jemand? Ich hab's. Was geht hier nicht? In dem engen Gang hier, da können wir doch nichts ausrichten. Halt! Ha, der hat sich aber auch erschreckt hier jetzt. Das ist ja auch fies. Und wenn wir die Tür wieder öffnen, dann geht die wieder zu. Aber vielleicht ist das der Trick. Ist da jemand? Nein. Hier kommen sie nie rein. Und die finden uns auch nicht. Ja, das ist langweilig. Der schafft die nie. Doch, doch, doch. Tut mir leid, meine Schuld. Ich weiß ja nicht, wie weit du mit den beiden schon gewesen bist. Nee. Das ist ja mal wieder hier super. Eine super, super Stelle. In den Kopf, wer so einen Pfeil im Kopf hat, auch als Vampir, das tut weh, das kann er nicht. Ach so. Oh, der uralte Vampir, der nimmt aber Schaden. Oh, haut der drauf. Der kann das. Der kann das echt gut. Der hat keine Chance, der uralte Vampir. Wir mischen uns mal gar nicht so groß ein, es sei denn, der Vampirmeister wäre noch irgendwo. Okay, ja, okay. Jetzt schwächelt unser
wannern Dun doch etwas. Wir treffen immer am Dun an Dun. Dun, meine ich. Er steht ungünstig. Was sollen wir denn machen? Wenn wir reingehen, werden wir selber vom Vampir getroffen. Er steht eben sehr ungünstig. Ja, gleich liegt er am Boden. Da! Oh nein! Ein Hebel! Uah, du! Wieder wohl auf, Moment. Dann haben wir aber noch was zu tun, oder? Wegrennen. War doch so gut wie tot. Och. Was? Jetzt aber drauf. Sie ist gelegt. Och. Nicht in die Luft. Was machst denn du da? Nochmal. Ja. Jetzt. Du bist richtig gut drauf. Jetzt mach. Hau drauf. Wir locken den anderen weg. Lässt sich nicht weglocken. Ja, so oft ins Kreuz getroffen, also. Ach, da sind immer noch beide. Ja, gut. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, noch ein lähmender Schlag, bitte. Jawohl. Kritisch. Du musst zuhauen, nicht nur abwehren. Oh, lähme. Sei gelähmt. Schieß doch. Das ist, manchmal klappt das hier mit dem Schießen nicht. Ich habe das schon so oft gesagt und das ist wirklich so. Manchmal schießt man hier einfach nicht. Ach, der uralte Vampir hat sich wieder voll aufgeladen. Das ist doch nichts. Der Vampirmeister, ach, wie viele da jetzt auf einmal sind. Ach, natürlich. Das ist nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Ein einziger Schuss hätte nur noch gereicht. Ach du! Ach Mann, das ist doch nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso? Wieso hat er sich dahingestellt und nichts mehr gemacht? Du bist keine gute Wache für Helgen. Wo bist du? Da. Ja, jetzt geht's. Thank you.
Los, jetzt schnapp sie dir. Ach. Jetzt sind sie scheinbar wieder zu zweit da. Da hat er keine Chance. Oh, dabei waren wir gerade so weit. Er steht falsch rum. Ja, komm, keine Chance. Wir hauen ab. Hm? Was ist das? Ah. Ah. Aha. Ja, gut. Ja, komm, wann an Dun. Wir hauen ab. So geht's ja nicht. Ach, wir müssen die in irgendeine Falle locken. Na, alles gut bei dir. Du hast da aber auch deinen Eisstachel irgendwie komisch hängen in deinem Körper. Komm, zurück geht's. Ja, aber bei der Menge, die da ist. Ja, aber das sind vielleicht nur Skelette oder so. Das ist vielleicht alles nicht so schwer, wie es aussieht. So, ich piek sie an und du erledigst den Rest. Wie wär's damit? So, jetzt du, vor, schnapp sie dir. Nein, nicht zu mir, hinter dir. Siehste. Ja, die zieht ihm gleich wieder Energie ab. Kritischer Schlag. Jawohl. Das hat keinen Sinn. Nochmal. Müsste irgendwie an Feuer legen können oder so etwas. Gar nicht wahr. Mein Blut sagt gar nichts. Oh. Oh nein, sie sind uns gefolgt. Oder nicht? Oh, du bist es nur. Hast du mich getroffen? Wir müssten eine anlocken, hier reinlassen und das Tor zumachen. Damit der andere nicht kommt, ja? Oh. Ja, jetzt! Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh ja. Wenn einer doch schon mal weg wäre, was? Och, du rennst genau in den Pfeil. Tut mir leid. Ins Knie. Ah, diese lebenden Schüsse, die sind richtig gut. Moment, sie ist tot? Ja, dann. Eine weniger. Unsere Pfeile hätten wir ganz gerne zurück einmal. Oh, Zaubertrank der höchsten Ausdauer. Wie schön.
Jetzt aber drauf. Ich schieße ihn auch in den Fuß. Ja, das ist nicht der Fuß, das ist ein Gesäß, aber das zählt. Jawohl. Haha, spüre meinen lähmenden Giftpfeil. Hast du das gehört? Das war das Ende eines Vampirmeisters. Hahaha. Okay. Oh, was hat er? Oh, Moment, das ist richtig was wert. Vampirrüstung der höchsten Zerstörung. Zauber, Zerstörungszauber kosten 22% weniger Magicka. Magicka regeneriert sich 50% schneller. Oh, bei dem Gewicht. Ja gut, das nehmen wir mit. Okay. Olles Buch. Hier schon wieder so etwas. Vielleicht finden wir hier diesen Kelch. Wir haben doch mal vor kurzem irgendwo diesen Kelch hätten wir brauchen können. Ja, vielleicht. Sollen wir nicht speichern? Ja doch, wir haben schon. Alles ist gut. Den Trollschädel lassen wir da. Die Frage, gehen wir jetzt hier weiter? Ah, dieser Kelch wird von den Vampiren sein. Gehen wir hier weiter oder nicht? Hier waren so viele Gegner. Und da drüben, weiß ich nicht, was da drüben gewesen ist. Boah. Ja gut, so ein paar Skelette. Ach, die sind hier wahrscheinlich alle durchgekommen. Wo kamen die vielen, vielen Gegner her? Ah, ja, vielleicht von hier. Schade. Oh. Oh oh, Moment, die kommt hierher. Da seid ihr ja. Ah, jetzt sind die vielen Gegner auf einmal wieder da. Okay. Boah, das sind so viele, auch nicht vier. Aber wenn das alles diese Volki-Vampire sind. So, jetzt geh drauf. Immer drauf, immer drauf. Ich sehe sie nicht mehr. Ich kann dir nicht helfen jetzt. Ja, sonst gehen wir eben wieder zurück gleich. Oh, ja. Die rennen einfach nicht weiter, wenn ich schieße. Und ihr dachtet, ich hätte nur ein hübsches Gesicht. Ja, doch, das sind einige hier. Das war aber auch zu erwarten. Das Kiefer sollte erwischt sein.
Keine Chance, der Ärmste. Wir sind auch keine große Hilfe, wenn wir nicht treffen. Uralter, noch ein uralter Vampir. Nur uralte Vampir. Jetzt kommen die auf uns. Moment. Aber ganz schnell. Wo ist die Kette? Ich weiß es nicht. Schnell hier durch. Das ist doch nicht. Ach, du kommst immer danach. Und geht's wieder? Du sagst nicht viel, was? Naja, das ist vielleicht auch ganz gut so. Ja, liebe Welt da draußen. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch schaffen, alles. In dieser Folge? Nein. Gut. Abgestürzt ist sie. Was? Ja, ich denke mal, da unten sind so viele. Das werden wir wohl in der nächsten Folge machen müssen, dass wir gegen die ankommen. Oder schaffen wir das vielleicht doch in dieser noch... Uralter Vampir. Vorsicht, da kommt jemand. Vorsicht, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Naja, das war eisig. Das habe ich gleich gesehen, dass das nicht gut war für dich. Oh, hier oben kannst du nicht viel anrichten, was? Sind die da unten etwa in der besseren... Oh, lass das mit diesem Blitzen. Oh, jetzt kommt er. Jetzt könnt ihr euch auf was gefasst machen. Ich von hier oben, er von da unten. Jetzt bekommt ihr es von allen Seiten hier. Ja, okay. Ja, was macht er denn da mit seinem Schwert? Die anderen haben Blitze und so. Moment, Moment, Moment. Auf mich? Echt? Vergessen, wo ich bin. Aber dennoch ist das ganz schön haarig hier in dieser Höhle, Grotte. Bei den Vampiren. Ja, ist doch klar. Wir sind ja nicht mal ein Werwolf oder was. Ach, das geht doch gar nicht. Die nehmen ja überhaupt gar keinen Schaden bei uns. Womit schießen wir? Alte Nordpfeile. Aber das heißt nichts. Wir können auch die besten Pfeile, die wir haben, können wir nehmen. Das heißt alles nichts. Vergiftete Pfeile. Vampire sind immun gegen Gift, oder? Ebenerzpfeile. Ja, aber wir haben nicht genug davon. Zwergenpfeile haben wir ein paar. Ja, wir können es mal versuchen, aber...
Die wertvollen Zwergenpfeile hier für so eine undankbar. Nee, das bringt gar nichts. Die saugen sich die ganze Zeit von seiner Energie wieder voll. Drei Stück saugen an ihm rum. Das ist doch gar kein Wunder, dass der Ärmste da keine Schnitte hat gegen die. Ja, Schleichen verbessert und wir verbessern auch unsere Schießkunst, aber das richtet keinen Schaden an. Das ist zu teuer. Die Zwergenpfeile, die sehen wir nie wieder. Da brauchen wir für einen, brauchen wir schon die 200, fast 200 Zwergenpfeile. Das ist grauenvoll. Jetzt aber. Oh, du bist... Nee, das bringt auch nichts. Na, es sind nur noch drei? Nein, es sind noch vier. Ich werde wohl etwas nervös. Ja. Nicht gut. Jetzt ist alles klar. Gar nichts ist klar. Wir liegen wieder am Boden. Jetzt, Mama Mia. Jetzt nimm doch mal eine bessere Waffe oder irgendwas. Mach irgendwas. Nimm die Armbrust. Wir haben nur vier Bolzen. Warum haben wir nur vier Bolzen? Ja, wir kriegen ja keine Bolzen. Wir sollten die mal selber bauen irgendwo. Also nochmal, okay, jetzt sitze ich richtig. Ich wäre hier fast vom Stuhl gefallen gerade. Kann uns doch nicht sehen hier. Sieht sie auch nicht. Hey, solange sie uns keine Energie abzwackt, kann sie auch nicht wieder stärker werden. Ja, das ist ja das, was ich schon lange vermute. Das heißt, ja, wir müssen zusehen, dass er unten... Der kann nur gegen einen ankommen und selbst das nur ganz knapp. Und mit unserer Hilfe. Machst du nichts? Da, dass die so ausweichen können, das hatten wir doch schon mal. Bei Banditen hatten wir sowas schon mal. Da war das auch so. Das hat Stunden und Stunden gedauert. Naja, gut, das ist eben manchmal so. Ja, aber so langsam auf Stufe 57 sind wir schon. Da sollten wir doch so langsam hier gegen Vampire besser ankommen. Ja, wir kommen schon mal gegen Knochen. Skelette, gegen Skelette kommen wir schon mal an. Da fliegen die Fetzen. Jetzt sind sie hinter uns, ja. Das ist vielleicht aber auch ganz gut. Denn dann sind sie hinter ihm nicht mehr her. Und sie haben vergessen, dass wir da sind. Weiter geht's. Kein erwischt. Nein, das kommt nicht in Frage. Bitte, jemand muss etwas unternehmen. Vampire, und ihr sagt bitte, jemand muss was unternehmen. Hier seid ihr ja.
seid ihr? Oh, die sehen uns. Wir schleichen doch die ganze Zeit. Oh, doch. Oh, und wir sind versteckt. Na gut, wir haben sie rausgelockt. Also vielleicht hat er jetzt unten bessere Chancen. Das wünsche ich mir. Aber jetzt sind sie in dem Gang, in dem wir überhaupt nicht helfen können, oder? Ja, sieht fast danach aus. Vielleicht können wir doch. Da, wir richten keinen Schaden an. Vielleicht haben wir irgendeine Krankheit, sind hungrig, durstig oder was? Oh, jetzt kommen sie auf uns. Hier geht's nicht zurück. Och Mensch. Die müssen auch überall Felsen und Pflanzen und Wurzeln hinstellen, damit man ja nicht zurückgehen kann. Das sollte alles frei sein. Eine riesige, große, freie Halle. Und selbst dann wäre schon schwer genug. Wo sind wir? Nanu? Achso, wir haben da in der Ecke gespeichert. Hm, das haben wir aber gut gemacht. Nur mehr könnten. Wie steht's mit unserer Gesundheit? So, jetzt möchte ich es aber wissen. Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Wir sind doch bestens ausgerüstet. Wir sind nicht krank. Alles ist in Ordnung. Unser Feueratronach ist noch für 42 Sekunden am Leben. So Gott will. So Gott, so Vampir will. Ja, so viele Vampire. Weg hier. Die uns folgen, dann rennen wir aber ganz schnell. Ah, sind uns gar nicht gefolgt. Oh, oh, unser Kumpel ist uns auch nicht gefolgt diesmal. Irgendwas sieht uns. Das ist aber hier mühselig. Das schaffen wir echt nicht in dieser Folge. Die Folge dauert schon viel zu lange jetzt. Sonst dauert die Folge ja noch länger. Ah! Du! Ah, hast du geschafft? Okay, liebe Welt da draußen, wir haben Vanandun wieder zurück. Und ich sage mal ganz friedlich, wir werden in der nächsten Folge weitermachen. Oh nein! Unser Gesicht hat sich wieder verformt. Warum? Naja. Ist wohl manchmal so. Ja, mit unserem verformten Gesicht geht es dann in der nächsten Folge weiter. Hoffentlich. Wir hatten auch zwischendurch, wie man vielleicht gemerkt hat, schon wieder sehr viele Crash-to-Desktop-Abstürze. Ich weiß auch nicht, wieso. Mehr kann ich nicht ausprobieren. Mehr geht nicht. Und jetzt hat sich unser Gesicht wieder verformt. Nun, wie dem auch sei. Oh, Moment. Hey, wir gucken manchmal grimmig. Habt ihr das gesehen jetzt? Jetzt sehen wir wieder in Ordnung aus. Aha. Dann verformt sich unser Gesicht also nur, wenn wir grimmig gucken. Jetzt geht's wieder. Oder etwa nicht? Naja, ein bisschen ja doch. Ich meine. Unser Gesicht. Das Gesicht unserer Lucretia. Liebe Welt da draußen. Auch wenn die Folge an dieser Stelle zu Ende ist, darf ich mich bedanken. Gerade deshalb, weil sie am Ende ist, bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.